Herzlich willkommen zur nächsten Runde Project Ocean 2 Reloaded von Minecraft mit Black. Hallo. Und ja, wir sind dabei, unsere Singularitäten zu machen. Und da uns langweilig ist und da das ewig dauert, weil wir bloß einen Kompressor haben, obwohl wir mittlerweile den zweiten bauen könnten, haben wir uns entschieden, uns erstmal das Problem mit unseren lieben Villagern anzunehmen, weil die ja alle ausgewandert sind nach Kristallistan. Und da haben wir zwar jetzt unsere Farm, aber die ist nur bedingt effizient. Und außerdem fehlt uns ja schon, seitdem unser lieber Wither im Nether die ganze Station in die Luft gejagt hat, eine Mob-Farm. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir bauen jetzt Stabilized Spawner mit einer neuen Spawning-Station. Also einer komplett neuen Station. So, und dafür gehe ich jetzt, ich weiß nicht, komplett mit oder komplett nicht mit. Ist aber wie ein Dimensionsübergang, ne? Ich baue den komischen Kompressor. Okay, also Black baut Kompressor, das heißt, wir gehen allein in den Nether und suchen uns mindestens zwei Spawner, die wir zweckentfremden können, um daraus Stabilized Spawner heißen die, glaube ich. Heißen die Stabilized Spawner? Stabilized Spawner. So, ja, das hier ist unser Wizard-Turm. Hat den Wizard nicht abgehalten davon, alles zu zerlegen, wie er unschwer erkennt. Hier ist der Rest unserer Station. Ja, das ist voll mit Wither-proofed Steinen, hat aber trotzdem nichts geholfen. So. Jetzt überlege ich bloß mal kurz. Haben wir zufällig hier schon eine Station gefunden? Nö, haben wir nicht. Gut, dann suchen wir mal kurz eben einen. Quatsch, eine. Wie ist das Ding? Netherfestungsdings da? Und sobald ich eine gefunden habe, melde ich mich wieder. Bis dahin. Und willkommen zurück. Wir haben, oder ich habe jetzt endlich die zweite Festung, wo gemerkt, schon gefunden. Und in der zweiten ist der erste Spawner. So, das heißt, wenn es jetzt richtig klappt, sollten wir hier einfach Rechtsklick drauf machen können. Und dann ist der stabilized. Perfekt. Dann können wir den abbauen. Und haben jetzt einen stabilized Mob Spawner. Das ist der erste Weg zu unserem permanenten Spawner. Der braucht nämlich nicht wie die anderen Spawner irgendwelche Essenzen oder irgendwelche andere Grütze, sondern der braucht nur einmal eine Mob Soul. Und die haben wir von den Villagern schon. Da habe ich ein paar Villagern ein Schwert auf die Rübe gehauen. Hast sie überredet? Ich habe sie überredet, indem ich ein Schwert über den Gerübel gehauen habe. Ach, da ist noch einer. Perfekt. Yay. Ups, ups, hops, ups und tschüss. Und damit kann man den praktisch dann programmieren, dass der halt in dem Fall dann Villager spawnt. Und da müssen wir nicht warten, bis die sich alle lieb haben und sowieso und hast du nicht gesehen, sondern wir können einfach Liebhaben machen, sozusagen. Klingt irgendwie seltsam, wenn man das so Wir können sagt. Liebe haben machen. Ja, klingt fast so, als hätten wir keinen Plan, wie Liebhaben an sich geht. Naja, Aber Deckel abziehen, Löffel reinstecken. Ach nee, das war Nutella. hör auf mit diesen ganzen Schleichwerbungen. Jetzt müssen wir hier ein Vermerk drauf machen. Oder Marshmallow-Creme oder eine Nougat-Creme mit Sahne Okay, lass sein. oder So. Joghurt. Also, dann porten wir uns mal zurück. So. Jetzt überlege ich bloß, wo wir unseren wunderschönen Villager-Spawner hinpflanzen. Wir haben wieder mal keinen Platz. Da werden wir den hier hinsetzen. Ups. So. Und zwar machen wir das Ganze schön, also nicht oberirdisch, sondern. Super. Da kam er ja richtig weit runter. So. Okay. Jetzt sind wir auf Höhe. Ja, gehen wir auf Höhe 50 mit der Basis. Gut, jetzt sind wir bei 49. So, dann nehmen wir mal das große Spielzeug.
Oh, sogar noch einen Molten Core bekommen. Sehr schön. Hops, hops, hops. So, das kann weg. Das kann erstmal weg. Netherbrick kann weg. Das kann weg. Das braucht man nicht mehr. Das nicht mehr. Das. So. Und dann nehmen wir, wie gesagt, unser großes Spielzeug. So, ich glaube, wir bauen das ganze Ding, damit ein bisschen Platz ist, 5x5. Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Also 1, 2, 3, 4, 5 passt. Mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja. So. Ach nee, Quatsch. Wir brauchen ja noch ein Feld für die Mauer. Wir wollen ja nicht diese Standardmauer haben. Okay. Dann, was macht man für eine Wand? Da machen wir unsere Lieblingstechnikwand. Oder meine Lieblings. Laboratory Block. Ja, also meine Technik-Lieblingswand, muss ich fairerweise sagen. Black findet sehr hässlich. Gesagt. Ist lustig, wie wenn du da drauf rumläufst und sie abbaust. 2, Klon, 3, klon. 4, 5. 1, 2, 3, Kann es 1, jetzt mal 2, 3, Nacht werden? 5. Falls jemand wissen möchte, 1, 2, 3, 4, 5, warum Black jetzt gerade auf Nacht wartet, kann er es ja kurz erklären, während ich hier gerade die Wand baue. Und zwar baue ich halt diesen Neutronium-Kompressor und dazu brauchen wir Impulshopper. Um die herzustellen, brauchen wir einen Impulshopper-Framework-Controller. Und dazu brauche ich Franken Zombie, was aus Z-Logic-Controller und einem Zombie-Soulvile besteht. Davon brauche ich 8 Stück und deswegen warte ich auf die Nacht, damit Zombies spawnen und ich sie überreden kann. Mal eine dumme Frage. Hast du mal geguckt, ob wir vielleicht einen Zombie, eine Zombie-Seele haben? Hier? Habe Für ich schon den geguckt. Hammer nicht, wa? Wäre zu einfach gewesen. So. Damit haben wir jetzt hier erstmal unsere Box. Ups. Und dann ist noch ein bisschen was rundherum zu bauen. Das mache ich jetzt kurz offscreen und melde mich dann sofort danach wieder. Bis gleich. So, und dann bin ich wieder da. Und habe hier ein bisschen, wie gesagt, noch gebaut. Hab gemerkt, dass ich das falsche Format hatte. Es muss nämlich 7x7 und nicht 5x5 sein. Und das Ziel ist jetzt, dass hier die Villager spawnen. Und dann hier in diese Kammer teleportiert werden, um da mit diesem Autonomous Activator in Soulwilds gefangen zu werden, um die dann praktisch in diesen Dimensionstransceiver zu kippen. Wichtig ist, dass man mit diesen Rationing Pipes arbeitet. Die hat man oben auf der Raumstation schon, damit hier bloß ein Stack drin ist, sonst macht er hier alles voll und das Ganze funktioniert. Das haben wir bei unserer ersten Villager-Farm gehabt, das Problem. So, dann wollen wir mal unseren. Ups. Da dran machen. So, und jetzt sieht man das zwar ein bisschen schlecht unten im Tooltip, aber, na okay. Also auf jeden Fall kann man den jetzt noch aufrüsten mit verschiedenen Cores. Ach Quatsch, das war das Falsche. Da die Cores brauchen wir. Und zwar kann man da einen Wyvern-Core noch mit reinknallen. Dann kann man noch, hallo, jetzt, ein Awaken-Core mit reinknallen. Kurze Da, Zwischenfrage, wie ja. viel Tin Singularities, ab wann soll ich stoppen? Fünf, Quatsch, wir brauchen 45, brauchen wir also 46, 47. Wir sind bei 49. Na, dann stoppst und machst nächste. Also, Wie mache ich das? in Interface alle Blöcke rausnehmen. Also einmal anklicken, dann gehen die raus und dann kannst du die neuen reinmachen. Um es kurz zu erklären, der Black macht gerade auf der Raumstation Singularities. Singularitäten, die wir brauchen, um dann bald mal uns in Richtung, was wollte ich bauen? Achso, Rand of Animation fortzubewegen. So, dann das, das und das. So, jetzt sollte der hier auf der maximalen Geschwindigkeit sein, sobald er hier oben Strom kriegt. Dann müssen wir ihm noch sagen, was er machen soll. Das heißt, wir brauchen unsere Mobseele. Und zwar haben wir hier unseren Villager. Rechtsklick. Jetzt dreht er sich ja drinnen. Ups, und ihr seht, dass der dann schon aktiv war, weil ich vergessen habe, den auszumachen. So. Und ihr seht also, wir kriegen jetzt mit einmal
Spawn aller, ich glaube, 3 Sekunden oder 4 Sekunden, kriegen wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10 Villager. Das ist geringfügig mehr wie das, was wir oben haben. In unserer alten Form. Aber nur geringfügig. Oh, einmal der King. Schon wieder. So, und da wir jetzt natürlich die hier unten von den Autonomous Activators schlecht einfangen lassen können, baue ich hier unten noch ein Teleportfeld hin. Draconium. Draconium. Nick. Evolution. Und zwar ist das hier dieses. Den Dislocator Redceptacle. Tackle, wie auch immer. Und Draconium Infused Obsidian, dazu braucht man als Rahmen. So, davon brauchen wir 2, 4, 6, 7. Mal 7 müssen das sein. 2, 4, 6, 7. Das heißt 28 plus 4 sind 32. Also brauchen wir 32 mal diese Draconium Infused Teile. Ups, 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 ups. So, dann brauchen wir einmal ein Draconium Infused noch. Einmal das. Also bauen wir hier nochmal 4. Und ein Draconic Core noch. Ist aber auch kein Problem. So. Dann brauchen wir noch ein, wie ist das Ding? Charm. Um dann sagen zu können, wohin der das Ganze porten soll. Und das ist diese kleine Kammer, die ich da oben angefangen hatte. Zeige ich euch gleich nochmal. Halt, da fehlt was. Nach dem Eye of Ender. Und dann kommt das. So. Die sollen nämlich hier hin geportet werden. So, hops. Da haben wir das gespeichert. So, dann machen wir hier unten kurz unsere wunderschöne Fassade nochmal auf. So. Das Ding, da kommt das rein. Scheibenhonig. Ach ja, Obsidian. Ups. Und dann sollten wir. Und da sehen wir jetzt da unten diese schwarze Welt. Und die praktisch sorgt dafür, dass man dann hier hingeportet wird. So, dann machen wir hier vorne noch ein Glas hin, damit die Villager nicht wieder rausrennen. Und dann testen wir das Ganze einfach mal, ob das so funktioniert, wie es. Nee, halt. Es fehlt noch was. Es fehlt noch was, was wichtig ist sogar. Und zwar muss der Autonomous Activator nämlich noch einen Takt kriegen. So, hops. Das heißt, wir müssen jetzt die Rationing Pipe dahin machen. Dann 1, 2, 3. Braucht man doch noch zwei Pipes. Pipe. So, hops, hops. Dann nehmen wir die hier mal raus. Ob das wieder funktioniert? Wahrscheinlich nicht, war doch klar. Dann fliegt das dahin. Und zwar braucht man den Takt, damit das Signal, damit der praktisch aktiv wird und rechtsklickt. So, und dafür bauen wir einen Timer. Ups. So, einen Timer. Da fehlt wieder die Clock. Und der Timer. So, und dann kommt das ganze Ding da dran. So. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber heute ist Unterbrechungstag. So. Und jetzt sollte das theoretisch alles funktionieren. Hoffe ich. Wir testen das Ganze einfach mal. Also, die spawnen und landen natürlich nicht da, wo sie landen sollen. Wieso werden die wieder rausgezogen?
ist die Fläche vielleicht zu klein. Dann probieren wir es einfach mal aus. Ups. Okay, werden immer noch davor gespawnt. Ach ja, ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Ja, kommt alle raus. Halt. So, jetzt klappt's. Da wären wir dann, wenn die hier alle eingefangen sind. Hops. Hops. Dann gucken wir noch kurz, ob die hier auch richtig reingezogen werden. Villager. Das sieht gut aus. Wir haben schon. Ja. Also, das sollte auf jeden Fall reichen. Können wir die Taktfrequenz sogar noch ein Stückchen hochdrehen? Sagen wir mal 15. Hops. 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 Wo kommen die denn jedes Mal wieder her? Ach, der transportiert das nicht ab. Wieso Transportiert er nicht ab. er transportiert die. Na, die. Holbeins? Ja. Ja, weil ich hier auch plötzlich keinen Anschluss mehr für die Dings habe. Was ist denn das für ein Bug? Ups, nochmal versuchen. Ach. Und jetzt sollte er eigentlich. Dann nehmen wir den hier mal raus. Also offensichtlich habe ich aktuell noch Problemchen damit, dass er nicht macht, was er soll. Hops. Also er spuckt praktisch die Eingefangenen wieder aus, statt die auszugeben. Kacke. Yep. Aber ich verstehe gerade auch nicht wieso, weil es hat ja oben funktioniert. Okay, ich gehe dem kurz auf den Grund und melde mich gleich nochmal. So, da bin ich wieder. Und ich habe den Fehler gefunden. Auch wenn ein ganz kleines bisschen peinlich ist, aber ich erstmal zu dem Unpeinlichen. Ich habe es ein bisschen umgebaut, dass die hier nicht so schnell rausrutschen können. Und ich kann euch jetzt zeigen, wie perfekt das Ding funktioniert. Wir schalten den hier an. Pups, alle da rein. Und unser lieber Autonomous Activator, sieht man hier Soul Vials, die dann automatisch auch wieder die Lern ergänzt werden. Und die anderen kommen in unser System. Wenn man hier nach Villager sucht, sieht man, das sieht schon gut aus. So, was war jetzt das ganze Geheimnis? Nun, also ich musste hier erstmal ein bisschen noch was ändern. Also ich habe es auf Blacklist mit der normalen Soul Vial gemacht, habe noch Item Conduits angemacht und habe etwas, was ihr bestimmt schon gesehen habt, wo ihr euch totgelacht habt. Aber ich habe es halt nicht gesehen. Ich habe dann mal das Ganze angemacht. Also, das Extract angemacht. Ja. Gut. Aber das Ergebnis der ganzen Geschichte ist, wir haben einen funktionierenden Villager-Spawner, in dem wir innerhalb von kürzester Zeit, wenn wir Exciting Crystals bauen müssen, Exciting, oder Exciting, wie hieß die? Enticing. Enticing, naja. Enticing, ach da. Wenn wir die Dinger bauen müssen, können wir also jetzt ruckzuck Soul Wilds bauen
Und das war ja das Ziel unserer heutigen Folge, die fast perfekt pünktlich abgeschlossen ist. Also verabschiede ich mich, indem ich diesen Spawner nochmal aktiviere und wir einen kurzen Blick auf unseren Villager-Seelenbesorger haben. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.